Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wir wollen Ghostbusters Spirits Unleashed anzocken. Ich habe schon eine ganze Weile angezockt. Aber die Videodatei ist defekt. Das ist also nicht jetzt wirklich ein Online-Shooter. Wir müssen Geist suchen. Das ist eher so was wie Dead by Daylight. Ja, vier sind Ghostbusters, einer ist Geist. Obwohl bei den letzten Geistern habe ich keinen Namen gesehen, aber im Knast bei dem einen habe ich einen Namen gesehen. Ich habe aber auch noch nicht die Möglichkeit gefunden, dass man hier irgendwie sagen kann, ich will Geist sein. Aber naja, okay. Hier können wir uns unseren Geisterjäger anpassen. Mit Gesicht, Outfit, alles Mögliche. Hier haben wir dann. Ach, wir haben neue Frisuren gekriegt. Oder neue Farben haben wir gekriegt. Ah, neue Farben haben wir freigeschalten gekriegt. Outfits. Ah, wir haben jetzt die hier frei. Ich fand. So. Und wenn man dann im Level steigt, dann kann man dann halt. Ja, den finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder den hier. Und Farben kriegen wir auch dann noch neue. Dann war jetzt hier die. Oh, da lasse ich lieber das. Das gefällt mir nicht so. Ich will ja dieses hier haben. Oder das ganz dunkle. Aber da brauchen wir Stufe 85. Das dauert eine ganze Weile. So, Zubehör. Da haben wir auch überall neue Sachen dazu gekriegt. Und neue Schuhe. Outfits. Outfits. Anzüge. Ach, Anzüge haben wir immer noch nicht. So, dann haben wir Aufträge annehmen. Dann haben wir hier Nebengeschäfte. Oben haben wir noch. Wir können auch alle hier. Wir können unsere Geisterzentrale betreten hier. Hier oben haben wir dann noch Anleitungen. Hier haben wir Pilze, die wir sammeln. Da habe ich schon ein paar gesammelt. Gibt dann halt auch XP-Punkte. Also mit zählen. Dann haben wir hier oben. Das ist noch zu. Ab Stufe 20 ist das offen. Dann haben wir hier Eddie. Dann können wir hier unser Zeug anpassen. Das ist aber auch draußen, dass wir das anpassen können. Ja, hier mit Stufe 12. Und so können wir uns die ganzen Sachen hier anpassen. Den Detektor. Dann können wir die Stange runterrutschen. Hier mal nach draußen. Kette haben wir hier auch noch. I'm a huge fan. Hier unten haben wir dann den. Da können wir die Geister dahin bringen, wenn wir sie gefangen haben. In den Verbannungscontainer. Hier draußen haben wir dann noch Race. Hier ist Race-Geschäft. Da können wir mit Ray quatschen. Hier haben wir dann auch noch irgendwelche gesammelte Ausschnitte. Da habe ich aber bis jetzt nur 41 gefunden. Da haben wir Übungsgelände. Hier können wir auch noch mal anpassen. Man könnte halt mit Freunden oder mit Fremden zusammenspielen. Ich mache jetzt einfach mal hier Auftrag beginnen. Wir können schnelles Spiel und Auftrag auswählen. Wir denn?
Oder sind die wöchentlichen Herausforderungen? Lass dich 30 Mal zu Boden stoßen. Durchsuche 30 Zivilisten. Ne, durchdringe 30 Zivilisten mit Beschleunigung. Das ist denn, wenn man Geist ist. Ja, und das ist, wenn man halt Ghostbuster ist. Und wir haben dann halt Museum. Dann ist jetzt hier das Hotel, Knast, Brauerei und es ist auch so ein Mall oder so was. Aber auch nicht groß. Wir nehmen mal das Museum. Auftrag starten. Bevorzugtes Team Geisterjäger. Hier, also wenn ich jetzt genug Leute hätte, würde ich jetzt sagen können, hier praktisch, dass ich ein Geist sein will. Oder das wird ausgewählt, weil ich war bis jetzt immer nur Geisterjäger. Ich war noch nicht einmal Geist. Schnelles Spiel, ich mache einfach mal schnelles Spiel. Auch hier kann ich jetzt nicht auswählen jetzt gerade. Warum auch immer. Hector 1. Also hier steckt viel Liebe zum Detail dran. Uns dann die Story-Videos angucken. Akt 1 bin ich immer noch. Ich habe jetzt das mal bereit gemacht. Am Anfang wird euch auch alles erklärt. Boah. Seht ihr, da ist nämlich noch der Name. Slimer habe ich aber auch das erste Mal jetzt.
will immer ranvisieren. Another minion down. Are we keeping score? Oh, they give me the creeps. Watch yourself. Denn hin? Slow your roll then. And minion destroyed. Ghost captured. Now, focus on the rifts. They're still going to destroy and permanently end this. You saw the ghost, but did it see you? That's important. Out of the way! These ghosts are going to trap themselves. Ah, und jetzt sind hier so Portale, die man finden kann, wenn man irgendwelche Sachen da findet und kaputt macht. Nicht überall sind die drinne. There's paranormal activity everywhere. You need to subdue it. Fuck. Thanks for the help. Everything is under control. Wait, did I say is? Das sind jetzt so Pilze, die man hier ohne sammeln kann. Und die Menschen, so muss man immer beruhigen. I'm not gonna lie. Damit die nicht abhauen. Okay, take care now. I'm sorry, what? Slow down. Can you feel how haunted it is there? That place is teeming with paranormal activity. Oh,
Me too. Trip with ghosts, you can never let them know you exist. And by that, I mean hide. Wait a minute! Was ist da denn hin? Die sind hier hingerannt. Da. Ich hab mir gekriegt gehabt. Aber ich hab keine Falle mehr. Oh, meine Falle ist aktiv. Ich hab vergessen, meine Falle einzusammeln. Ich habe gedacht, ich habe die eingesammelt. Da ist er. Also mehrere. Wieder diese Kleinen. Schaffen wir nicht mehr. Pack it up. Ach, shit. Jetzt sind wir im Museum. Ich hatte auch schon ein, zwei Runden, wo richtig gut war. Da haben wir gleich zack, Geist gefangen. Man darf aber halt nicht anvisieren. Wenn man anvisieren macht, passiert dieses. Man kann nicht anvisieren. Man kann halt nur das Fahnenkreuz nehmen, was da ist. Und sobald der anvisiert ist, halt schmeißt die Geisterfalle. Also L2 nicht drücken am besten. Erst wenn es wirklich sein muss. Und die Pilze sammeln. Das ist auch wichtig. Gibt gut Punkte.
Swings, hier leuchtet es auch rot. Oh, was ist das? Na. Dann auch noch eine Weile nach links und rechts rüber. Der bleibt nicht da, wo er ist. Oh, fuck, jetzt hat er mich. Jetzt hat er das Tor weggenommen. Wieso rennt der weg? Mist. Puppe war ja offensichtlich, aber... Try to stay calm, folks, and I'll do the same. Don't. Nothing to see here. Just standard ectoplasmic exorcism. Well, thanks, I guess. Entschuldigung. You're not gonna let a silly old ghost bother you, are you? I see four or five of these a day. Well, thanks, I guess. Clear the area, folks. Wir sind zu viele Zivilisten abhauen. Watch out! That place is getting more haunted by the minute. Drei Rifts müssen wir zerstören, also drei von diesen. Löchern. Aber irgendwie sind die... War das eben ja auch ziemlich schwer. Mist. Zu zerstören. Ich hab da ja alle drauf geballert, was ich konnte. Und das ging nicht richtig. Don't forget about the rifts. That's
where the ghosts manifest. Oh, schon wieder? That's been sabotaged. Overheated my pack. No more time for bust that ghost. Wrong with my pack? Alter, wie schnell ist denn der? Scheiße. Das schaffen wir nicht. Mist. Oh, fuck. Scheiße. Wir waren kurz vorm Gewinn. Also noch den Einfang.
Ja, ich brauche Auftrag verlassen, wir sind ja schon bei einer halben Stunde, das reicht ja dann auch. Mist! Oh, wir haben was Neues. Hier gibt es auch im Menü gibt's irgendwie Codes, die man eingeben kann, aber ich hatte geguckt, da war nichts gefunden. Es sind keine Sheets. Es sind Codes, also da muss man irgendwie was Spezielles freischalten können wahrscheinlich. Wird bestimmt irgendwo wieder so Promo-Codes geben. What I have to show you is of the utmost importance and can't wait a second longer. You see before you perhaps the most prodigious discovery known to the medical... Mal schnell überspringen. You there! Yes! Genau den, gegen den haben wir gekämpft. Schon. Tremble in trepidation, for before you I stand, the magnanimous purveyor of the paranormal, leading scholar on the supernatural. Ist leider wieder alles Englisch. Also ich warte mal, schnell überspringen. Ach, jetzt kann ich auch Geist machen. First you need find your footing. A figure of speech, of course, because as you probably noticed, you haven't got any feet. Get a feel for floating about. Well done, ghosty. Say, are you a quick learner or have you been dead before? Well, never mind it. Ah, ich kann aber nur im Museum spuken, weil ich da bestimmt was freigeschalten habe. Na, dann machen wir das mal. Dann machen wir doch noch mal eine Runde und zwar ich als Geist. Welcome to my garden of otherworldly delights. A job's a job and yours is to terrorize and torment. So, get in and let's get cracking. A bevy of charms and abilities reside at your disposal with which you may wreak havoc. Conserve if you can, ghosty, for your psychokinetic energy is a precious commodity. You must cool down periodically, or your powers will not work, including your ectovision. A ghosty's most important resource is psychokinetic energy. Use it wisely. It'll take a bit of time to get the old juices flowing again once you've run out, so be mindful of draining your energy. Keep one eye on your meter and you won't get caught on a full moon with your knickers down. Savvy? Rewards of cowardice. Behold! All around you is a world of possessibility. Use every object you can to duck, dodge, and wait for the perfect opportunity to spring your spectral trap on the unsuspecting living. If one of those egregious ghost hunters is nearby, possess an object to hide. While your energy recharges inside a possessable object, be wary. Your recharge rate will suffer if you move the object. Why don't you try possessing something now?
One of the more invigorating features in your cabinet of curiosities is the ability to phase. You'll be flying at high speeds from one end of the map to the other before you can say, Respawning from rifts is key, so pay attention. If a ruddy Ghostbuster gets you by the gills while a rift is active, you will respawn at the rift. However, this destroys the damn thing from further use. There are three rifts available to you hidden inside artifacts, so act accordingly. A full location haunting starts with teeny tiny baby steps. Try individually haunting different rooms to increase your power, allowing for faster energy regeneration. Civvies and busters alike are easily scared in these predicaments, and if you see a floating brolly, that's because objects in these rooms begin haunting themselves, in turn creating a diversion, allowing you, Ghosty, to hop. All right, enough preamble. Let's get to the good stuff. Horrification. As an otherworldly, albeit temporary spirit, you are denied so many earthly pleasures. Therefore, we must fill the void with other exquisite delights. That's right. Scaring the pants off anything that moves. Try it and let me know how it goes. Fähigkeiten ein, um Zivilisten zu finden und zu erschaffen. Thank you.
The best defense is the strong offense. Or is it the other way around? Either way, these next two tricks will be sure to send more than a shock up the trousers of those banal busters. You see the silly satchels they carry upon their backs? Why don't you try sneaking up behind them? A well-timed ectoplasmic burst will sabotage their equipment, giving you an opening to escape. Or better, you quarrel face to face. Whereas you and I love ectoplasm and everything to do with it, the living can't stand it. Literally, cover them with enough and they won't be able to stand at all. Oh no! What's this? You've become ensnared by the power of the dreaded electric lasso. Then you must fight your way out. If, God forbid, you are pulled into the final ghost trap field, it's curtains for you. Almost. You will have a brief moment to try and free yourself, but no, you have painted a target on your back. Now, ghost, should you, despite all maneuverings, be seen? Ah, dafür sind die Rift-Artefakte, da kann ich dir wiederkommen. Find your way back to me, so that I might imbue you with the power to haunt once more. Also vor Level 10 oder ne 11 war ich mit Gavon. Könnt da nicht Geist sein. Whoa, kid. You still with us? You look like you saw a ghost. I know it's the job, but still, you look scorched. Call me delusional, but I wager there's more to this book than meets the eye. But don't worry. You and I are gonna figure it out. Anyway, we best head back to the firehouse for now. That's a good bunch. Okay, also Geisterwelt kann ich jetzt auch. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir hier auch erstmal Schluss. Also ich wollte ja noch gucken oben. Mit den Pilzen, was ich jetzt zusammengesucht habe. Fehlt nicht mehr viel, der Weg bei 50, da gibt es dann auch nochmal einen EP-Boost. Das sieht da ganz gut aus. Finde ich ja. So, dann solltet jetzt zu Ghostbusters auch hier so viel gewesen sein. Wenn ihr das auch habt, könnt ihr euch gerne melden, können wir ja mal so als Community-Projekt mal eine Runde oder in zwei Runden spielen. Wäre schön, wenn wir da 5 Leute zusammenkriegen könnten, dass 4 halt die Geisterjäger sind und einer halt der Geist. Und dass man halt zusammen quatschen kann in der ganzen Zeit. Ja, wenn nicht, dann halt wenigstens, dass man so ein 2-3-Mann-Team zusammenkriegt oder so. Da kommt ja immer noch einer dazu gewürfelt. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt weg. Denkt dran, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.